Wie bist du eigentlich zu Oldtimer gekommen? Habe mich immer auch für Autos interessiert. Und dieses Auto, da kam der Mars mit, 1981, oder als ich das gekauft habe, da war das Auto schon eine Rarität. Da gab es der kaum noch. Und deshalb habe ich gesagt, der Mars, wenn Sie den mal verkaufen, dann rufen Sie mich an. Das hat er auch getan. Und dann bin ich dahin gefahren, da habe ich ein Auto gekauft, Ratsch bezahlt. Da war nicht viel dran getan. Der Mann, der hatte seine Arbeitsstätte, zwei Häuser neben seiner Wohnung. Und das hat immer in der Garage gestanden, wenn schönes Wetter war. Dann sind die mal gefahren damit. Der französische Automobilhersteller Simca produzierte zwischen 1957 und 1963 166.363 Fahrzeuge der Ariane Limousine. Dann hatte ich noch hier in Monschau von der Luzi Bräutigam, die hatte eine Kneipe. Da komme ich in die Kneipe hier, die gibt es nicht mehr. Da komme ich da rein und trinke ein Bier. Sagt Luzi, ich will den Ascona abheben. Da sag ich, da guckt das ein Verkaufter, weiß ich, habe hier noch alle Autos. Da hielt sie sich dran. Und die hielt sich dran. Da irgendwann wurde mir das verbunden. Ich sage Luzi, du kriegst alles, was ich im Portemonnaie habe. Da hat die mein Portemonnaie auseinandergenommen. Ich wusste, weil ich da drin hatte, so 12, 1300 Euro hatte ich schon im Portemonnaie. Da hat die mein Portemonnaie leer gemacht. Ne, sag ich, Luzi, das geht nicht. Ich muss ja auch noch das Bier bezahlen. Ach, setze, das Bier ist mit in dem Preis drin. Die haben mir alles Geld aus dem Portemonnaie genommen. Da habe ich den Ascona gekauft. In der Ariane wurde der 1,3 Liter Flashmotor, ein Viertakt-Benzin-Verbrennungsmotor mit 36 kW, verbaut. Offen ist dann immer noch der erste Motor. Nee, da ist ein anderer Motor drin. Den habe ich ein paar Jahren gekauft. Dieser Flashmotor, das ist der Originale für die zweite. Die 1,3 Flashmaschine wurde von Simca aus der umbenannten Version des Fiat-Motors Typ 103 von 1953 entwickelt und produziert. Simca änderte später die Bezeichnung von Flash auf Rush-Motor. Neben den Ausfahrten hast du auch sehr viele Reisen organisiert. Ich habe ja bestimmt 25 gemacht. Nach Metz zum Beispiel, eine wunderschöne Stadt. Wir haben ja eine Partnerstadt, Vaux-Saint-Andéol, die ist ziemlich tief schon in Frankreich. Bin bis Santa Maria de la Mer gewesen. Das Auto ist schon mit dem Herrn Maas in Gibraltar sind die gewesen. Das hat schon einiges und läuft immer noch. Für die Lizenzproduktion von Fiat-Fahrzeugen in Frankreich wurde Simca 1934 gegründet, wechselte dann zu Talbot und verschmolz 1971 mit Chrysler. Nach der Übernahme im Jahr 1978 von Peugeot wurde die Marke Simca aufgegeben.